Moin meine Tube und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Opening. Und heute geht's mal 13 Jahre zurück ins Jahr 2006. Denn wir haben heute einmal ein Blister-Set am Start, nämlich die Ultimate Edition Nummer 2. Sagt vielleicht vielen jetzt erstmal nichts. Allgemein, Blister sind ja eigentlich nicht so spannend. Die werden normalerweise im Laden verkauft, halt mit zwei Boostern drin, sind extra sealed und da hat man halt höhere Wahrscheinlichkeiten, gute Karten rauszubekommen. Wir haben ja hier mal ein paar Rossmann-Openings gemacht, wo wir halt solche Blister geholt haben. Das ist hier eine Idee aus der Mitte der 2000er. Da haben sie sich gedacht, okay, werten wir mal diese Blister auf. Erstmal, indem man halt Dark Revelations da reinpackt, was so Reprint-Sets quasi gewesen sind zu dem damaligen Zeitpunkt, quasi die Megatins von damals und oder die Megapacks von damals. Und packen dazu aber halt noch eine Promo dazu, damit das halt ein bisschen so, ja, Kaufgrund mit dazu gibt. Die Ultimate Edition 2 ist aus dem Jahr 2006 halt, halt super alt. Und der Vorgänger hatte, passend zum Dragon Master Knight, den wir hier als Promo hatten, oder haben, hatten wir damals den Blue Eyes Ultimate Dragon. Die müssen wir irgendein anderes Mal öffnen, die habe ich noch nicht am Start, aber wir haben das jetzt hier mit am Start, mit zwei Dark Revelation 3 Boostern. Vorgänger hatte zwei Dark Revelation 2 Booster, die noch viel cooler wären, aber ja. Ich würde sagen, wir steigen ein und schauen mal, ob wir mindestens eine Hole rausziehen. Wäre schon cool bei den alten Sets. Let's go! Bevor wir jedoch anfangen, brauchen wir das hier. Ah, oh, diese alten Blister. Wie kommt man da durch? Die sind... Die kann man nicht öffnen ohne eine Schere. Das ist nicht sehr kindersicher, muss ich sagen, weil die müssen da mit einer Schere rumhantieren. Die heutigen Blister sind da cooler. Die kann man tatsächlich öffnen. Die hier sind einfach nur gefährlich. Ah. Immer wieder mit Waffen hier rumhantieren. Wenn ich hier heil rauskomme, ist das schon ein Erfolgserlebnis. So, schneiden erstmal oben auf. Und dann befreien wir das Ganze. Da haben wir noch eine kleine Schweißnaht, weil das Spaß macht. Und dann haben wir hier hinten unseren Ultimate Dueling Guide. Den wir hier irgendwie rausziehen müssen. So. Da ist der Ultimate Dueling Guide. Und dann haben wir hier vorne unsere Promo, die festgeklebt ist. Wie, oh, also die kleben ja gerne mal was, aber ich glaube, der hier hat seinen Kleber verloren nach 13 Jahren da hinten sein. Wow. Wenn ich mir den Kleber hier anguckt, das kleine Elend hier so, pff, hält nichts mehr. genau, wir nehmen den auch mal hier ab. Der hat noch ein bisschen gehalten wenigstens. Dann haben wir hier unsere Promo, die wollen... die hält natürlich wieder wie Bombe hier, ne? Hier muss natürlich perfekt so ein Monsterklops sein, der die Promo natürlich super schwer macht abzuziehen. Ach, komm schon. Auf sowas stehe ich. Warte mal. Ah, aber der Kleber. Ich will gar nicht wissen, wie die das gemacht haben, mit, als das neu war. Da kriegst du doch die Karte nicht mit raus. Ach du Kacke. So. Was ist das? Bläh. Okay, gut, man kann das auch direkt darauf aufmachen, aber das war jetzt nicht unser Plan. So, unsere zwei Dark Revelation 3, da kommen wir gleich drauf zu. Und auch auf die Promo. Wir gucken uns erstmal den Ultimate Dueling Guide an und schauen uns mal erstmal, was da so drin ist. Dueling History. Das ist ja richtig geil. Das ist quasi so ein Starterdeck-Anleitungsding, aber in groß, das auch mit dem gleichen Style. Ich wünschte, Konami würde mehr wieder sowas machen. Das ist so cool. Oh, das ist nice, wie hier nochmal diese ganzen coolen Sets nochmal durchgegangen werden. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren sie ja noch nicht so alt, maximal 4 Jahre. Da geht man einfach durch alle Sets durch. Das ist cool, also falls ihr das euch mal durchlesen wollt, könnt ihr hier einfach einen Framestop machen und euch einfach mal anschauen, was da so drin steht. Da könnt ihr ein bisschen was über die Sets lernen. Guck mal, hier geht sogar in GX rein, in die Offset-Sets wie die ganzen Duelist-Packs. Ziemlich cool. Und dann hier sogar. Oh, das sind sogar Deck-Tipps. Wow. Das ist cool. Nice. Alien Invasion-Thema. Ach du Kacke, sogar Setliste von komplett Dark Revelation 3. Und die Abkürzungen der Sets. Ja, das ist ja mal nice. Also der hat auf jeden Fall den Namen Ultimate Dueling Guide verdient. Das finde ich sehr, sehr cool. Gut, dann kommen wir zur Hauptattraktion des Videos. Wir haben ja noch die zwei Packs hier mit super hässlichen Kleber dran. Aber guck mal, den kann man sogar lösen. Dann wird das sowas eklig faseriges. Bäh.
Dann klebt das nicht irgendwo an anderen Stellen. So. Und wir haben noch unseren coolen Dragon Master Knight, den wir hier noch befreien müssen irgendwie. Ah gut, das löst sich sehr leicht. Das ist schön. Und dann haben wir hier unsere coole Promo. Dragon Master Knight, Ultra Rare. Das ist amerikanische übrigens, die Booster. Und ich finde es interessant, dass dieser amerikanische Dragon Master Knight, der erinnert mich voll an unsere Karten. Der ist so dunkel. Früher war dieser Unterschied nicht so stark, wie es heutzutage ist. Von der Farbe. Heutzutage wäre der deutlich heller. Sehr cool. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein mit unseren Dark Revelation 3. Das sind halt so Oldschool Reprint Sets, so ähnlich wie Megapacks. 12 Karten, ich glaube, heutzutage sind Megapacks, was sind das? 14, 15 Karten, glaube ich, drin. Hier 12. Und man zieht halt eine Rare oder halt eine Holo raus. Ich bin mir nicht mehr sicher, bei 1 und 2 war das noch so, dass die sortiert waren nach Typen. Zuerst kamen die normalen Monster, dann Effektmonster, dann Spells und dann kamen, glaube ich, die Traps. Und ich glaube, die ganzen Extra-Deck-Monster Fusions, die waren auch bei den Effektmonstern, glaube ich, irgendwie drin. Das war bei 1 und 2. Ich weiß nicht, ob das bei 3 genauso ist. Und dann ist die Rare oder die Holo halt irgendwo dazwischen, dort zu welchem Typ sie gehört. Das war jetzt nicht wirklich nach so einer Reihenfolge, wie es heutzutage bei den meisten Sets ist. So ein bisschen anderes Thema gewesen, aber ich weiß nicht, ob sie das bei 3 schon wieder rausgedroppt hat oder ob sie es allgemein bei den Dark Beginning und Dark Revelations so drin hat. Oder ob es nur beim Dark Beginning war. Wir haben so wenig Dark Revelation aufgemacht und ich will diesen Booster einfach Mint mal öffnen. Und möchte gerne mal einmal in diese uralte Luft schnuppern, die hier drin ist. Oh, yes. Das riecht sehr, sehr geil. Oh, geil. So, wir haben es umgedreht. Oh, die Karten riechen noch so wie damals. Und wir steigen ein. Mal gucken, wie die Reihenfolge tatsächlich ist. Lost Guardian, Mirage Dragon, Ultimate Baseball Kit, Tactical Spionage Expert. Kommt mir so vor, als ob tatsächlich das immer noch diese Reihenfolgeart wäre. The Dark Hex Seal Fusion, Kryosphinx als Rare. Das wird unsere Rare sein für dieses Set. Dann haben wir Mind Hexaurus, Furin Kazan, Gorgonzai, Impenetrable Formation, Back to Square One und Battery Charger. Das ist cool, das finde ich sehr nice. Sehr gute Karte für Battery Man. Okay, gut. Ein bisschen die Reihenfolge verdreht. Zuerst die Fallen, dann die Spells. Nicht so wie man heutzutage mit Deck Profiles und alles macht, wo man die Traps eher nach den Spells kommen lässt, weil die auch nicht mehr so wichtig sind, wie es vielleicht früher mal war. So. Dann machen wir nochmal das zweite Booster auf. Ich nehme jede Holo. Jede. Oder auch gute Commons. Ich bin mir nicht sicher, wie viele coole Commons in Dark Revelation 3 waren. In Dark Revelation 2 gab es eine Menge coole Commons. Chaos Hexer und Co. Das ist schon ziemlich nice. Schauen wir mal rein. Es kann auch sein, dass die direkt einfach wieder die Holo vorne haben, weil es ist halt extrem random. So, wir haben Elemental Hero Clayman. Hey, wir kriegen sogar tatsächlich noch einige der Vanillas. Warrior, an Elemental Hero with Clay Body built to last. He'll preserve his Elemental Hero colleagues at any cost. Flame Ruler, Howling Insect, Divine Dragon Ragnarok. Oh, guck mal, die Commons sind tatsächlich die Monster durcheinander gemischt sogar. Da sind die Normals teilweise zwischen den Effektmonstern. Divine Dragon Ragnarok, a legendary dragon sent by the gods as their instrument. Legends say that if provoked, the whole world will sink beneath the sea. Heavy Mech Support Plattform, das erste Unionsmonster, Eagle Eye, Nitro Unit als Rare. Ich glaube, war das Elemental Energy oder so, wo die drin war? Da gab es ja auch noch als Ultimate. Auch noch neben der Rare. Lone Wolf, ich glaube, war das Super und oder war das Ultra und Ulti? Ich bin mir ganz sicher. Rock Bombardment, Good Goblin Housekeeping, auch eine coole Karte, die ich warte, dass man die vielleicht irgendwann mal irgendwo spielt. Lighten the Load und Fulfillment of the Contract. Oldschool Set. Oldschool Pulse, zwei Rares, Kryosphinx und Nitro Unit. Ach, ja. Man hat halt nicht immer Glück bei solchen Oldschool Sets. Und ich glaube nicht, dass die Blister von damals tatsächlich einem mehr bessere Holos garantiert haben als heutzutage. Ich glaube, da war es einfach wirklich noch random. Aber was soll's, das Coole an dem Set ist es halt, man kriegt trotzdem immer noch seinen Dragon Master Knight in Ultra Rare, was ziemlich cool ist. Und dieses sehr interessante Konzept des Ultimate Dragon Guides, Dueling Guides, finde ich ziemlich cool. Vor allem auch das Artwork hier nochmal mit diesem richtig enhanceden, vergrößerten Dragon Master Knight. Sehr coole Addition, sehr cooles Set und ich hoffe, wir kriegen in Zukunft noch irgendwann mal
den Vorgänger nochmal mit an Start. Und ja, ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen durch die Vergangenheit zu reisen und euch dort mit an die Hand zu nehmen und euch ein bisschen zu zeigen, was damals so los war. Das war's dann hier von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.